Mein Name ist Roland Günther. Ich mache das, was ich Ihnen heute Abend hier zeige, mache ich hauptberuflich seit vielen Jahren. Ich beschäftige mich also mit der Natur direkt vor unserer Haustüre. Und wir werden heute einen kleinen Ausflug machen durch den Lebensraum Wiese. Die Wiese ist ein ökologischer Hotspot. Das werden Sie im Laufe des Vortrags sehen. Ein ganz wichtiges Thema ist die biologische Vielfalt, Biodiversität. Auch der braucht sehr viele verschiedene krautartige Pflanzen, damit er sich gesund ernähren kann, damit er sein Immunsystem aufbauen kann. Ansonsten wird er krank und stirbt. Ja, dem hat es richtig gut geschmeckt. Sie sehen, ich gehe so langsam die Kette immer weiter runter. Die Tiere werden immer kleiner. Hier ist das etwas anderes. Dieser kleine Käfer heißt Magerwiesen-Margeriten-Kleinrüssler. Der Bursche ist 2 bis 2,5 Millimeter groß. Und es ist schon klar, wenn der Magerwiesen-Margeriten-Kleinrüssler heißt, lebt er nicht auf einem Hahnenfuß oder auf einer Glockenblume. Es ist also ein Spezialist, den gibt es nur auf der Margerite. Was tut er da? Er sitzt meistens zunächst einmal in dieser Form irgendwo am Rand. Und Sie sehen ihn nicht. Sie schauen sich die Margerite an, Sie sehen ihn nicht. Irgendwann kommt er da raus und läuft rum. Dann sehen Sie ihn. Das läuft, Sie müssen einfach sich mal vor eine Margerite setzen. Bleiben Sie mal so 4, 5 Stunden ruhig sitzen. Das ist nicht lange. Die Zungenblüten fallen ab, haben überhaupt keine Bedeutung mehr. Und da sieht man es nochmal ganz deutlich, wie die Samen innen drin zunehmend reifen, ja, und dann abfallen. Die werden abgestoßen und zu guter Letzt bleibt nur noch das, was Sie hier sehen, übrig. Ein kurzer Abriss darüber, wie eine Margerite funktioniert, so von der Blüte her gesehen. Und er wartet darauf, dass sich wieder etwas tut. Hier ist das der Fall. Von oben nähert sich eine Bewegung. Er fixiert sich sofort dahin, geht auf die Zehenspitzen und winkt diese Bewegung an. Jetzt kommt eine weitere Bewegung dazu. Sie pulsieren mit dem typischen Fliegenstempel langsam raus und wieder zurück. Langsam raus und zurück. Völlig erregt. Nehmen von dem Günther, der da fotografiert, überhaupt keine Notiz mehr. Also, es ist ja territorial, es ist ein Eindringling gekommen, es ist ein sogenannter Kommentkampf. Es ist also ein zelebrierter, ein zeremonienreicher, harmonischer, für uns Menschen sogar lieblicher Kampf. Und er scheint dann im nächsten Frühjahr exakt zu dem Zeitpunkt, wo die Margerite wieder ihre ersten geschlossenen Blüten entwickelt. Genau das trifft zusammen, dieses ökologische Zeitfenster, das muss zusammenpassen und dann beginnt das Gleiche wieder von vorne. Desto mehr erkenne ich etwas, was mich total fasziniert. Und das ist die Biologik, die Logik hinter der Biologie. Das, was ich vorhin angedeutet hatte. Da
Das Ganze ist ein System, was in sich logisch ist. Das ist gar nicht so wenig griffig. Wenn man Ökologie verstanden hat, wenn man Evolution verstanden hat, wenn man verstanden hat, was hier die Systeme am Leben hält, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Stabilität. Sie tastet diese Röhrenblüten mit ihren Fühlern vorsichtig ab und irgendwann spürt sie die Stelle, wo unten drin die Larve sitzt. Dann bildet sie mit diesen Fühlern ein Kreuz, so wie ein Zielkreuz, geht mit dem Hinterleib hoch und setzt genau in dieses Kreuz den Hinterleibstachel an. Und dann schiebt sie ihn runter in den Pflanzenboden. Mittlerweile sind das Juwele in der Landschaft. Die sind so stark zurückgegangen, die gibt es kaum noch. Und diese Wiesen, die es noch gibt, die sind fast alle irgendwie in den Händen des Naturschutzes. Das heißt, da werden Programme aufgelegt, da gibt es Vertragsnaturschutzprogramme. Das Ganze wird gesteuert von den unteren Naturschutzbehörden und von Landschaftspflegeverbänden, die das draußen dann umsetzen. Da kommt es zum Gespräch und zu einer Vereinbarung und da bekommt der Landwirt bei seiner Bewirtschaftung Vorgaben. Da heißt es vor allen Dingen, das ist eine Vorgabe, er darf erst ab einem bestimmten Zeitpunkt mähen. Man lässt also die Pflanzen blühen und fruchten, eventuell sogar noch länger stehen lassen. Sie haben ja gesehen, dass sogar viele Insekten in den Stängeln vorkommen. Die brauchen einfach die Zeit, bis sie ausreifen und dann erst wird gemäht. Und dafür bekommt er eine Entschädigung. Hier in einer solchen Ausgangslage, wo der Löwenzahn dominiert, vielleicht dazu noch zwei, drei Gräser, natürlich eine ganz andere Situation ist, das liegt auf der Hand. Wie erkennen denn jetzt diese Fliegen, welche Blüte, welche Pflanze wirklich meine Blüte bereitstellt? Die für mich, ich bin ja spezialisiert, woran sehe ich das denn? Wenn die Blüte geschlossen ist, dann ist das Äußere, diese grünen Blüten, da wo die auch ihr Ei reinlegt, wo die Naht sich langsam löst, das sind die Deckblätter. Trotzdem könnte es ja sein, dass der Günther Ihnen hier Mumpitz erzählt. Aber es gibt einen Beleg bezüglich einer anderen Pflanze, die ebenfalls in diesen Wiesen fast immer vorkommt, das ist der Rotklee. Der Rotklee hat genauso seine Insekten, genauso seine Rüsselkäfer. Und dazu gibt es Untersuchungen, das zeige ich Ihnen mal kurz, zu dem Rotklee, was da los ist. Meine Damen und Herren, das ist Vielfalt. Das ist biologische Vielfalt. Applaus